Welche Rolle spielst du bei Krach im Hause Gott? Ich spiele den Heiligen Geist, natürlich. Und wie bist du zu der Rolle gekommen? Ich bin zur Rolle gekommen. Also ich habe mich eigentlich für Mutter Gottes beworben, Maria, Mutter Gottes, weil das ja eigentlich alles Männer sein sollten, außer Maria. Und während dem Vorsprechen hat sich dann herausgestellt, dass es wohl doch irgendwie so sein soll, dass ich den Heiligen Geist spiele, und damit bin ich eigentlich ganz zufrieden. Okay, ich bin sehr zufrieden. Also ich meine nicht, dass Maria nicht auch cool wäre, das ist klar, aber es macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Was reizt dich denn an der Rolle? An der Rolle, jetzt so wie sie ist, reizt mich sehr das sehr Bewegte, dass ich sehr viel machen und ausprobieren kann, dass ich eigentlich und an der Rolle an sich würde ich sagen, versuchen zu verstehen, was der Heilige Geist ist. Also dass es eben nicht ein Gespenst ist, also nicht ein Geist wie ein Gespenst ist, sondern dass es eigentlich der Spirito Santo ist. Also das ist halt so der Geist, das Bewusstsein ist. Das finde ich eigentlich sehr spannend, und halt irgendwie versuchen, das irgendwie darzustellen oder das irgendwie, keine Ahnung, wie man das macht. Ich weiß es auch jetzt noch nicht. Aber wir haben jetzt zum Glück noch wahnsinnig viel Zeit. Deswegen ist da. Wieso, wann ist denn Premiere? Premiere ist in, Moment, 17 Tagen. Inwiefern erkennst du dich denn wieder in der Rolle? Inwiefern ich mich selber wiedererkenne? Das ist gut. Ich glaube, insofern tatsächlich, dass ich in einer Gruppe oder Gruppierung von Menschen, soll ich nochmal anfangen? Ne? Dass ich in einer Gruppierung von Menschen schon auch versuche, also ich meine, ja, also ich kann nicht sagen, dass ich ein Heiliger Geist bin oder so, also das wäre ja, eine Anmaßung, aber so wie wir den darstellen, dass er immer einen Blick eigentlich auf das Geschehen hat oder auf alle, oder versucht irgendwie dass alle irgendwie zufrieden sind oder so, oder dass halt eigentlich immer man weiß, wer wo steht oder wer was gerade macht. Und ich glaube, da erkenne ich mich selber ein bisschen wieder. Vielleicht ist auch das eine Anmaßung, das überhaupt immer. Doch. Ich versuche, glaube ich, so zu sein. Ja. Wie würdest du den Heiligen Geist charakterisieren? Der Heilige Geist ist eine sehr nette Person. Charakterisieren, ja, das ist jetzt nicht. Also den Heiligen Geist auch besonders schwierig, weil Charakter ist. Der Heilige Geist übernimmt eigentlich jeweils den Charakter der Person, mit der er redet. Wobei jetzt, also eigentlich ist es ja keine Person und es ist eigentlich auch kein Charakter, sondern es ist der Gedanke. Ich erkläre das mal ganz kurz. Der Heilige Geist ist die Verbindung zwischen Menschen und Gott. Ne? Also das ist das, was es den Menschen der Glaube eigentlich, was es den Menschen möglich macht, mit Gott zu kommunizieren. Und da kann man sich dann drüber streiten. Nee, wir wollen jetzt nicht anfangen zu philosophieren über Glaube oder Nicht-Glauben. Das wäre jetzt auch das wieder eine Anmaßung. Aber ich glaube, es ist halt die Idee in jemanden, eine Rechenschaft abzulegen oder für sich ein Leben zu führen, das, mit dem er sich wohlfühlt oder gut fühlt. Ob das jetzt dann eine Kommunikation zu Gott oder was auch immer ist, das ist jetzt dann meine sehr persönliche Interpretation davon. Aber ob es dann eine Kommunikation zu Gott ist oder nicht, ist dann eigentlich auch ziemlich egal. Aber halt
kirchlich oder religiös ist es halt die Kommunikation zu Gott. Die Ermöglichung zur Kommunikation. Das Gebet, der Glaube. Glaubst du denn an Gott? Steht das da drauf wirklich? nein, nicht im kirchlichen Sinne. Ich glaube an etwas, was weitergeht als das Irdische schon. Oder als alles das, was wir verstehen können, dass es irgendetwas gibt, was da weitergeht. Aber wie weit das wirklich geht oder was das wirklich ist, kann ich mir nicht erklären. Oder kann ich, weiß nicht, vielleicht werde ich irgendwann mal mehr wissen oder auch nicht, aber ich glaube zumindest an einen Zusammenhalt im ganzen Universum und das muss ja irgendwie etwas sein. So. Wie würdest du das Stück in 3 Worten beschreiben? Also die Inszenierung, so wie wir sie machen, das Stück, wie wir es machen, oder das geschriebene Stück? So wie wir es machen. So wie wir es machen, das finde ich auch besser. Also dann sagen wir jetzt, 17 Tage vor der Premiere ist es jetzt. Ich würde sagen, laut, schnell und wirr. Aber positiv. Definitiv positiv. Was ist das Besondere am Stück? Das Besondere am Stück, finde ich, ist, dass es eine sehr gute Truppe ist, dass wir uns sehr gut verstehen und die Art, wie wir gearbeitet haben, bis jetzt, wir arbeiten so, so toll ist, dass jeder eigentlich mit sich selber oder ganz, ganz viel von sich selber aus machen kann. Und das, glaube ich, wird man in 17 Tagen, vielleicht sieht man es jetzt auch schon, aber ich glaube, jetzt sieht man es auf jeden Fall auch schon. Und ich glaube, auch bei der Premiere wird man das auf jeden Fall sehen, dass wir alle einen halben Spaß haben. Wie ist die Arbeit mit der Regisseurin? Die Arbeit mit der Regisseurin und auch mit der Regieassistentin ist sehr toll. Also ich finde es sehr gut, eben weil wir ganz viel Zeit bekommen haben zu improvisieren und uns auszuprobieren und gemeinsame Formen zu finden, weil es ja nicht ganz einfach ist, muss man ja glaube ich sagen, es ist nicht ganz einfach, einfach mal so Gott zu spielen oder Jesus oder Maria, Mutter Gottes oder Satan oder den Heiligen Geist. Das ist ja irgendwie dann schon erstmal so eine Aufgabe, oder da fragt man sich dann schon erstmal, wie mache ich denn das jetzt? Wir haben jetzt sehr viel Zeit bekommen, uns auszuprobieren und uns gemeinsam oder uns selber und gegenseitig und die Arbeit miteinander kennenzulernen und das finde ich großartig. Und ich finde, das ist eine sehr schöne, auch der Probenort und alles ist jetzt sehr positiv, sehr, sehr positiv. Deswegen kann es einfach nur gut sein am 23. August. Am 24. am 25. August und die weiteren Daten werden jetzt eingeblendet.